Der Januar ist vorbei und es hat sich einiges getan. Wir haben eine neue Webseite xbet.tips. Da findet ihr alle Statistiken über jede Wette, die wir spielen und in den Facebook-Gruppen posten. Wir haben jetzt für jede Strategie eine eigene Facebook-Gruppe und ja, manche haben sich gut geschlagen, andere weniger gut. Und da müssen wir einen genauen Blick drauf werfen, woran das gelegen hat. Also unsere neu eingeführte X-Bet-Gruppe mit unentschieden Einzelwetten hat sich extrem gut gemacht, wurde erst vor zehn Tagen ins Leben gerufen, nachdem wir viele hunderte unentschieden analysiert haben und herausgefunden haben, was die alle gemeinsam haben und eine Formel erstellt haben, den sogenannten X-Bet. Index und der hat uns insgesamt 38% richtige Unentschieden-Tipps geliefert. Bei einer Quote von 3,38% macht das einen satten Gewinn von 25 Einheiten und das nur in 10 Tagen. Also der Yield von 22,88% kann sich auch sehen lassen. Die Unkenrufe werden kommen, die sagen, das Niveau kann man nicht halten und vielleicht haben sie auch recht und wir werden im Februar einen Rückschlag einstecken müssen, aber es bleibt spannend. Deswegen spielt nicht mit Geld, das ihr zum Leben braucht, geht nicht an die Sache ran, um Gewinn zu machen, sondern seht es als Experiment und wenn es gut läuft, dann war das Experiment erfolgreich. Wir haben einfach noch zu wenig Wetten davon abgeschlossen. Bei den Double-Bet-Wetten, also Doppelwetten ab einer Quote von 2,0 hatten wir ja im Dezember eine überragende Quote von einem Yield von 24 gewonnenen Einheiten oder so ähnlich. In diesem Monat ging es dann wieder bergab. Wir haben insgesamt minus 11,5 Einheiten gemacht und ein Yield von minus 11. Wenn man das gegenrechnet mit der Gesamtbilanz, sind wir immer noch ganz leicht im Plus, allerdings nur eine Einheit und ein paar zerquetschte. Also hier wird der Februar entscheidend sein. Wir werden aber auch einiges ändern. Wir werden die Wochenenden vermeiden, denn eine genaue Analyse hat ergeben, dass wir alle Einheiten, die wir Verlust gemacht haben, alle an einem Sonntag verloren haben. Das ist schon echt schizophren, dass äh, an Sonntagen äh, sollte man einfach nicht mehr wetten, ich zumindest nicht. Und wir haben verbesserte Analysemethoden, neue Tools, kostenpflichtige aufwendige Tools und neue Methoden und haben dadurch herausgefunden, äh, welche Wetten wir besser meiden. Also wir haben alle Wetten, die wir gespielt haben, analysiert und nach Sportarten, nach Ligen, nach Tagen sogar, also wie gesagt, sonntags sollte man nicht mehr wetten. Sonntags ist einfach frei und damit Feiertag ab jetzt und das betrifft aber nur die Double-Bet-Gruppe. Die anderen bleiben davon verschont. Ja, wir haben neue Strategien entwickelt, unter anderem ja die X-Bet-Taktik, von der auch die Double-Bet-Gruppe profitiert. Denn unentschieden Wetten haben den Vorteil, dass die Spiele selbst, wenn wir sie nicht richtig als unentschieden vorhersagen, in mehr als 80, 85 Prozent der Fälle innerhalb von einem tor ausgehen also da wird es dann interessant mit asiatischen handicap und so weiter wir müssen auch die einsätze vielleicht äh, variieren mit einem leichten set system verluste versuchen etwas auszugleichen äh, ja oder zumindest in guten phasen mal auch den Einsatz erhöhen und in schlechten Phasen runterschalten. Das ist mir ja im Dezember gut geglückt und im Januar eben nicht. Im Januar habe ich viel gesetzt, als ich eine Pechsträhne hatte und da hätte man einfach zurückschalten müssen. Und das habe ich zu spät getan und deswegen Lehrgeld gezahlt, von dem wir hoffentlich im Februar profitieren. Die dritte Gruppe habe ich mit meinem Kumpel Kay, also meinem Vegas Bruder hier ins Leben gerufen. Ähm, die Bilanz ja, ist jetzt mittelmäßig. Also wir haben nur Double Bets gespielt, also zwei Spiele kombiniert und ab einer Quote von 3,0, so dass man auftrippelt wenn man eine Wette richtig hat und wenn man 33 Prozent der Fälle gewinnt, macht man Plus. Wir haben jetzt hier insgesamt nur 29 prozentige Gewinnrate, aber es hat zum kleinen Gewinn von einer fast einer Einheit gereicht. Der Haken an der Sache ist, ich habe die Statistik extrem versaut, denn schaut euch mal an, die Statistik von K, der hat jetzt auf den ersten Blick auch nicht viel gewonnen, aber 6 Wetten von 13, das äh, führt dann zu einem Gewinn von 7,6 Einheiten und einem Yield, ich weiß gar nicht, ob der stimmen kann von 58 Prozent. Also der hat wirklich extrem viel Ahnung in der NHL. Deswegen werden wir hier in Zukunft nur noch NHL-Spiele in diese 3xBet-Gruppe posten, sodass wir hier, äh, wenn wir den Yield halten, dann äh, werden wir Millionäre. Aber selbst wenn wir viel schlechter werden, ist das immer noch eine sehr gute Bilanz oder eine sehr gute Strategie, die wir auf jeden Fall verfolgen werden. Leider sind halt nicht so viele attraktive NHL-Spiele, sodass man da, man sieht hier die Abstände, mal eine Woche gar nichts hatte. Also da muss man einfach geduldig sein und wenn was kommt, dann ist es hochqualitativ. Gut, also das ist hier nochmal der Überblick über die Bilanz, die wir nur in der NHL hatten. Also 13 Wetten, davon 46 Prozent gewonnen. Und bei einer Durchschnittsquote über 3,0 macht das einen Gewinn von 7,6 Einheiten. Und ja, der Yield sagt jetzt nicht viel aus, weil die 13 Wetten jetzt nicht sehr aussagekräftig sehen. Das ist die Gesamtbilanz von XBet tipps im... Januar, trotz des Einbruches bei der Double Bed Gruppe, hat die Unentschieden Gruppe hier für Furore gesorgt. Und äh, das macht richtig Spaß, diese Unentschieden vorherzusagen. Also vor allem, wenn sie dann auch einlaufen, das ist schon wirklich äh, ganz großes Kino. Da solltet ihr euch mal umschauen. Mitgliedschaft ist in allen Gruppen kostenlos. Wir. Freuen uns nur über Trinkgeld in Form einer Provision, die wir dann von Wettanbietern kriegen. Also ihr habt keine direkten Kosten, ihr müsst euch nur bei einem Wettanbieter anmelden, bei dem wir auch eine einmalige Provision äh bekommen. Und gut ist das, dann haben wir alle was davon und können dann weiterhin unserem Hobby, das jetzt mittlerweile ja schon fast ein Beruf geworden ist, Frönen. Ja, gut, hier noch ein Disclaimer in eigener Sache. Wir gewinnen natürlich nicht alle Wetten. Das tut niemand und wer es verspricht, ist ein Lügner. Also 55% Gewinnrate hört sich nicht viel an, wäre aber Wahnsinn. Wie man gesehen hat, gehören Up- und Downswings dazu. Hoffentlich geht es jetzt im Februar wieder nach oben und von daher schätze ich, Habt ihr einen guten Zeitpunkt zum Einsteigen erwischt, schaut euch auf Facebook um in die Gruppen und wenn es euch gefällt, meldet euch beim Anbieter an. Wenn nicht, dann ja, geht er wieder raus aus der Gruppe, ist mir auch egal. Ein Yield von 5% sollte das Ziel sein, das gilt als sehr gut. Im Dezember waren es in der Double-Bed-Gruppe 18%, jetzt waren es in der X-Bed-Gruppe 22%. Also ich denke, die drei Gruppen gleichen sich ganz gut aus. Wenn auf lange Sicht ein konstanter Profit rauskommt, dann haben wir unsere Aufgaben richtig gut gelöst. Also dann hoffe ich, dass ihr mir zustimmt, wenn ich sage, dass unsere Gruppen wirklich seriös sind, transparent und vor allem auch kostenlos. Wir halten nichts von diesen VIP-Gruppen, wo wir selbst bereits bestimmt 10 oder 20 davon ausgetestet haben und es gibt wirklich extrem wenige, wo wir sagen ja, da fühlen wir uns wohl. Deswegen haben wir so viele eigene ins Leben gerufen und wollen natürlich die bestmöglich umsetzen mit natürlich eurer Unterstützung. Also wenn ihr Bock habt, joint our team und seid dabei hier in den Gruppen XBet. Zwei Expert, Drei Expert oder NBA Group, das ist noch die Gruppe meines Kollegen Chrysler. Dann auf einen, ich bin mir sicher, sehr erfolgreichen Februar.